Hallo! Ja, da bist du, Mann. So schnell, so. Jetzt müssen wir den Zuschauern sagen, wo wir sind. Also der Jan und der Stefan sind jetzt hier im Laternental. Und wir landen jetzt gleich brutal raus auf der Sommerrodelbahn. Was meinst du, wer sind die Schnellsten? Wir! Wir sind die Schnellsten. Aber nicht so ist es. Nein, wir müssen noch bremsen, damit wir freie Fahrt haben. Und zwar fahren wir jetzt da rauf. Und der Jan und ich werden jetzt einen neuen Streckenrekord aufstellen. Und jetzt filmen wir mal extra, damit das alle Leute mitkriegen nachher. Da. Da sind, was ist denn da? Die Chef, die kriegen das auch mit. Mäh, genau. Die Sachen da auch. So. So ist. Jetzt auch noch. So. Willst du auch noch was sagen zu den Zuschauern? Wir sind die Besten. Wir sind die Besten. Wir sind die Besten. Ganz genau. So. So. Der Jan und ich bremsen jetzt, weil die Leute von uns, die sind viel zu langsam für uns. Und darum tun wir jetzt ein bisschen weiter. Da geht's los. In den Wald. Ins Ungewisse hinein. So. Wir zählen jetzt von 5 einwärts auf 0. Und dann geht's los. Hilf mit. 1. 5. 4. 5. 4. 4. 3. 4 2 3 1 3 Go! Los! Jetzt! Ich gib Gas! Aber nicht zu hoch, gell? Ja. So. Da jetzt gehen wir ja. Kommt gleich die erste Kurve. Da. Eine Linkskurve. Jawohl. Und gleich geht's in den Sinn. Ja. Höchstgeschwindigkeit. Der Jan und die Lehne ist doch rechts. Da kommt die Schikane. Jawohl. Ja, ja! Wer sind die Schnellsten? Wir sind die Schnellsten! Wer sind die Schnellsten? Ich! Jawohl! Und da wieder! Wer sind die Schnellsten? Die Linkskurve! Wer sind die Schnellsten? Wir sind die Schnellsten! Wir sind die Schnellsten! Hallo! Ja! Ja! Wuhu! Und wieder eine Rechtskurve! Yeah! Höchstgeschwindigkeit! Höchstgeschwindigkeit! Wuhu! Ja! Das ist das Ding! Ja! Das war das Ding schon! Da holen wir schon den Vorläufer rein! Oh! Und gleich am Ziel! Gleich am Ziel und Achtung! Oh. Streckenrekord! Super! Nochmal! Den wird voll warm sein, den Fisch. Gut, dass du Platz zum Eifahren. Das haben die immer schon gemacht. Du hast doch sicherlich eine Bank überfallen. Wie könntest du sonst deine Miete bezahlen? Und du darfst nie mehr in die Vereinigten Staaten, denn du bist die Geliebte von Osama. Die Nachbarn haben da sowas angedeutet, als
die Leute reden und hör einfach nicht hin. Die meisten Leute haben ja gar nichts Böses im Sinn. Es ist ihr eintöniges Leben, was sie quält. Und der Tag wird interessanter, wenn man Märchen erzählt. Und wahrscheinlich ist ihnen das nicht mal peinlich. Es fehlt ihnen jede Einsicht. Und wieder mal zeigt sich, sie sind kleinlich und vermeintlich, wenn sie feindlich. Hast du gehört und sag mal, wusstest du schon? Nämlich, du verdienst dein Geld mit Prostitution. Du sollst ja meistens vor dem Bus bauen.